Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenhieb Verlag. Teil 2. Geschäftliches. Es ist ein alter Menschheitstraum. Nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegner zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Im Rampenlicht. Die Schlagzeile in der Tagespresse war erneut riesig. Chris beugte sich zufrieden über sein Touchtable. Es war aufregend, berühmt zu werden und auf die Schlagzeilen des nächsten Tages zu warten, auch wenn er schon wieder eine Nacht kaum schlafen konnte, obwohl er diesmal nicht im Labor verbrachte. Alles hatte gepasst. Nun genoss er die ersten Früchte. Alle führenden Zeitungen und Internetportale machten die Entdeckung zu ihrem Aufmacher. Chris wählte die Berliner Rundschau aus und las schon auf der Eingangsseite eine Ankündigung des verlinkten, viel umfangreicheren Textes. Berliner Forscher manipulieren Gene und stoppen das Altern. Sensationeller Durchbruch am Humangenetischen Institut der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wirtschaftswissenschaften. Forschern ist es gelungen, den genetischen Code so zu verändern, dass die Alterung gestoppt oder zumindest erheblich verzögert werden kann. Da die wichtigsten Prozesse des Älterwerdens erst nach Erreichen des Erwachsenenalters einsetzen, würde so theoretisch ein ewiges Leben vorstellbar sein. Vor allzu schnellen Hoffnungen warnen die Forscher aus der Gruppe und Professor Marvin Schaluppe und seine Mitarbeiter Chris Barmann jedoch. Es ist ein sehr aufwendiges und daher teures Verfahren. Aus heutiger Sicht erscheint unvorstellbar, dass große Teile der Menschheit so vor altersbedingtem Sterben geschützt werden könnten. Auch mittelfristig erwarten sie hier keine großen Änderungen. Darunter folgte der Link und führte Chris zu einem sehr umfangreichen Text über die Akademie selbst, das jahrelange Ringen um den Fortschritt bei dieser Technik, der jetzigen Entdeckung und, was Chris besonders freute, auch zu seiner Person. Nach dem ersten Gelingen des Experiments waren nur wenige Tage vergangen. Seine Kollegin Karin, sonst sein Gegenpol und nicht selten Konkurrentin bei BioGeronto, hatte die erste Nacht und dann fast jeden Tag immer mal wieder im Labor gestanden oder am Computer die Kontrolluntersuchungen und Vergleichstests ausgewertet. Nun ging es darum, die Sache gut zu verkaufen, Patente sichern, die Leistungsfähigkeit der Firma und der hinter ihr stehenden Akademie gut in der Öffentlichkeit präsentieren. Der Erfolg war preisverdächtig. Wichtiger war noch, dass der Fortschritt die Basis für weitere Förderungen bildete. Davon verstand Chris weniger, aber er hatte bemerkt, wie selbst Karin Feuer fing und sich mit Förderquellen auseinandersetzte. Chris, Marvin und Karin einigten sich nach langem Hin und Her, die Erfindung als gemeinsame Entwicklung der ganzen Firma darzustellen und sich den Ruhm genauso wie die Einnahmen zu teilen. Wie praktisch das alles zusammenfiel. Ohne neue Fördergelder wäre sein Vertrag in der Firma sicher kaum verlängert worden. Jetzt dürfte sogar ein Zusatznutzen drin sein, sei es finanziell oder, was Chris in seiner wissenschaftlichen Laufbahn immer wichtiger war, bessere Ausstattung und vielleicht ein Team, das er einsetzen konnte. Da er in der Zeitung als Entdecker erwähnt wurde, vereinfachte sich alles. Kein Chef, der ihn um die Ehre zu beerben versuchte, stattdessen eine Firma, die nur durch ihn und mit ihm die Entdeckung vergolden konnte. Dieses Gefeilsche, wie es seit Jahren Marvins Hauptbeschäftigung war, sicherte zwar seinen Job, aber geheuer war ihm das nicht. Seine Welt war nur wenige Quadratmeter groß und voller Technik. Das Labor. Karens neue Interessen an Gelddingen irritierten ihn. Stand sie ihm doch früher mit ihrer Orientierung auf wissenschaftliches Arbeiten zwar konkurrierend gegenüber, aber in den Vorgehensweisen doch sehr nahe.
Die Veränderungen ließen ihn noch schweigsamer werden. Fast durchgängig verbrachte er die Tage zwischen den technischen Geräten in der Abgeschiedenheit des wissenschaftlichen Arbeitens. Dort war er in seiner Welt. Und das, so freute er sich, würde jetzt noch ausgebaut werden können. Chris genoss das Frühstück und die Schlagzeilen. Er blätterte mit kleinen Fingerbewegungen auf der Anzeigefläche, die fast den ganzen Tisch einnahm. Die verschiedenen Artikel- und Nachrichtenboxen konkurrierten mit der Kaffeetasse und dem Brötchenteller um die Sichtfläche. Chris schob Texte geübt auf die freien Flächen, um sie dort lesen zu können. Über eine Stunde studierte er die Schreibkünste der Medienzunft zu seiner Entdeckung. Dann nahm er sich Zeit, in der kleinen übersichtlichen Wohnung ein paar Sachen aufzuräumen, die seit Tagen unbeachtet auf den Arbeitsflächen herumliegenden Papiere zu sortieren, die Flächen abzuwischen und herumliegende Reste den verschiedenen Recycling-Pipelines zuzuführen. Als der richtige Zeitpunkt gekommen war, es noch pünktlich zur nächsten Probenauswertung in die Firma zu schaffen, machte er sich auf den Weg. Kaum hatte er die Routinearbeiten im Labor beendet, saß er in seiner Arbeitswabe und rief wieder die Presseschlagzeilen auf. Gespannt wartete er, was hinzugekommen war. Erste Kommentare ergänzten die Berichte. »Lass dir das nicht zu Kopfe steigen!« Chris zuckte zusammen. Karen war in seine Wabe gekommen und er hatte das nicht bemerkt. So versunken war er in die Listen von Suchergebnissen der Presseschau. Über 200 Artikel listete der Computer artig auf, wenn er seinen Namen eingab, alle am heutigen Tag erschienen. »Das hält dich ja sogar vom Labor ab. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen.« Er war vorsichtig genug, Karen nicht allzu sehr anmerken zu lassen, wie er seinen Ruhm genoss. Er wurde als Wissenschaftler geehrt und das mochte er. Gegenüber Karen suchte er nach Worten, die seinen Stolz vor ihr zu verschleiern halfen. »Ist schon etwas doof, dass du jetzt da gar nicht vorkommst in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die anderen auch nicht.« Karen überraschte ihn mit ihrer positiven Einschätzung. »Es ist schon okay, dass du da jetzt alleine stehst. Ist zwar ein bisschen Zufall, wer da am Ende das Ding fand, aber ich komme damit schon gut klar. Du hast ja schließlich auch gut gerödelt dafür.« Chris schaute auf den Bildschirm, auf dem während des kurzen Gesprächs drei neue Pressemitteilungen auftauchten. So konnte Karin nicht sehen, wie er sich über das erneute Lob seiner Kollegin freute. Noch lange saß er so da, schaute auf die länger werdende Liste auf dem Bildschirm und registrierte nicht mehr, wie Karin das Zimmer wieder verließ. 2 Stunden später kam Marvin ins Zimmer. Chris hatte außer einem Telefonat mit seinem an der Universität beschäftigten Lebensgefährten und einer Kaffeepause mit Blick auf die letzte noch verbliebene Printzeitung der Stadt immer nur auf die Pressestau gestarrt, den einen oder anderen Artikel aufgerufen und gelesen. »Bist du mit Stuhl und Touchscreen zusammengewachsen? Was? Nee, wieso? Ach, ist schon gut. Wollte nur mal ein bisschen lästern über dein neues Hobby. Wir wollen uns nochmal zusammensetzen und weiterplanen, in der Strategierunde. Hast du Lust, mal dazuzukommen?« »Ja, weiß nicht. Jetzt gleich?« »Um 12 Uhr, mit Mittagessen dabei. Passt dir das?« »Schon, aber ich gehöre doch gar nicht dazu.« »Ist aber auch eine besondere Situation gerade.« »Aber ihr redet doch eher über PR-Sachen, über Geld und so. Das ist doch bei euch besser aufgehoben.« »Vielleicht. Aber zum Beispiel die Medien werden jetzt viel nach dir fragen. Das ist sicher ein Vorteil, wenn du auch voll drin steckst.« »Na gut, wenn du meinst. Gut, die Nachrichten gehen dir ja auch nicht verloren.« »Ist schon okay, ich komme heute eh nicht zur Ruhe. Könnte gar nicht wissenschaftlich arbeiten.« Marvin klopfte Chris auf die Schultern. »Das ist okay, verstehe ich. Dann passt es doch ganz gut, wenn du zu uns mitkommst, oder?« »Ja, mach ich.« »Gut, dann sehen wir uns gleich. Ich sag den anderen auch nochmal Bescheid.« Chris schaute dem Institutschef hinterher, der die Waben von Ajit, Karin und Dani besuchte, um sie an den 12-Uhr-Termin zu erinnern und zu fragen, ob sie etwas gegen die Teilnahme von Chris hätten. Eigentlich fand er, dass es reichte, wenn er das entschied. Aber für die Stimmung im Institut war es sicherlich gut, immer alle einzubeziehen. Oder zumindest so zu tun. Die Sache vergolden. Um 12 Uhr stand Marvin im Besprechungsraum. Chris war schon vor ihm da. Ajit und Dani kamen wenige Minuten später, nur Karen brauchte diesmal etwas länger. »Hey, lass uns nicht so lange warten«, rief ihr Marvin entgegen. »Ich hab mal angefangen, weitere Geldquellen zu erschließen. Das erste Telefonat war gleich länger als geplant. Und besser. Da wollte ich nicht einfach auflegen.« »So, du bist schon dran. Lass uns doch erst mal klären, wie wir vorgehen.« »Ich hab ja noch keinen Antrag gestellt, keine Angst.« Marvin schaute in die Runde. »Wo gehen wir hin? Wir wollten ja dabei etwas zu Mittag essen.« »Die Kantine reicht mir«, antwortete Dani. Da niemand eine Alternative vorschlug, waren die 5 wenig später auf den Fluren des Firmengebäudes zu sehen. Der Weg im Souterrain vorbei an den Tischen mit anderen Gästen erinnerte an die besondere öffentliche Stellung, die sie zurzeit hatten. Schaute sonst kaum jemand hoch oder grüßte gar, so gab es heute überschwängliche Begrüßungen und einige Glückwünsche.
Wir sollten in eines der Separés gehen. Ich will nicht, dass jemand mithören könnte, entschied Marvin. Die Kantine war so gebaut, dass mehrere Erker mit Vollverglasung ab Kopfhöhe und Blick auf die umgebenden Grünflächen durch Rollwände abgetrennt werden konnten. Hier fanden immer wieder Geschäftsessen der im Gebäude ansässigen Firmen statt. Zwei der Tische waren noch frei und die Runde entschied sich für das Räumchen ganz am Rand. »Bitte bestellen Sie hier«, stand in großen Buchstaben auf dem Touchtable. Marvin, Karin und Dani hatten ihr Essen schon per U-Pad vorbestellt. Ihr Erscheinen, von den Geräten des Hauses sorgsam registriert, führte automatisch zur Bereitstellung ihres Essens. Die anderen beiden suchten sich schnell ihre Menüs aus der Liste, die nach der Berührung erschien. »Okay, legen wir los. Was gibt es Neues?« Ajit erzählte von den fortschreitenden Pressekontakten und vielen Anfragen. Interviewwünsche versuchte er immer gleich an die wissenschaftlichen Kräfte weiter zu vermitteln. Der Laborbetrieb lag weitgehend brach. Nur in Chris' Kabine liefen die Überprüfungstestreihen weiter. »Es wäre gut, wenn ich genauer wüsste, wer wann erreichbar ist und für welche Interviews bereitstände. Ich habe hier einen SharePoint gemacht. Wäre gut, wenn sich da alle eintragen könnten.« »Zeig mal«, bat Marvin. »Zeig mal«, bat Marvin um das U-Pad von Ajit, in dem die Eintragelisten zu sehen war. »Warte, ich bringe die auf den Touchtable.« Er steckte das U-Pad in die Dockingstation. Sofort verschwand der Kantinenbildschirm und das große Display zeigte die grafische Oberfläche, wie sie als Ausschnitt auch auf dem U-Pad von Ajit zu sehen war. Da fuhr Ajits Zeigefinger auf einen gelben Punkt. Sofort öffnete sich die Liste, auf denen mehrere Eingabefelder auszufüllen war. Alle fünf starrten auf das Bild. Mit einer geschickten Bewegung aller Finger ihrer linken Hand drehte Karin das Bild um fast 180 Grad, sodass sie es nun aus ihrer Sicht richtig herumlesen konnte. »Ey«, grinste Marvin, »so geht das aber nicht.« Er hatte schon genug gesehen und war zufrieden, dass so viele Dinge von selbst funktionierten. Das war immer seine Idee von Firmenführung gewesen. »Ich finde, hier müsste noch...« Die Rolltür ging auf. Das Essen wurde gebracht. »Bitteschön, immer noch ganz persönlich überbracht«, scherzte die Bedienung, die in vielen Restaurants draußen in der Stadt schon durch Roboter oder automatische Zustellsysteme ersetzt worden war. Sie stellte die Tabletts vom Rollwagen auf den Tisch, wünschte einen guten Appetit und verschwand. Hinter ihr rollte die Tür wieder zu. Marvin zeigte auf Karin. »Du warst gerade dabei, noch etwas zu ergänzen.« »Ja, stimmt.« Sie schaute auf den Tisch, schob einen Teller zur Seite und zeigte auf den Bereich. »Hier müsste noch ein Feld für zusätzliche Erreichbarkeitszeiten per U-Pad rein, also ob ich zu Hause oder unterwegs auch angepinkt werden kann oder nicht.« Ajit machte sich eine Notiz. »Noch mehr?« Keine Antwort. Mit drei Fingern schloss Ajit das Bildschirmfenster. Der Touchtable wechselte auf eine vielfarbige Bildschirmanimation. »Okay, was sind unsere Themen?« fragte Marvin. »Also außer der Geldgeschichte.« Sein Blick ging in die Runde, aus der aber niemand etwas sagte. Chris wich den Blick aus, was Marvin zur direkten Ansprache motivierte. »Ich wollte doch kurz sagen, dass Chris nicht einfach gekommen ist. Ich habe ihn darum gebeten, weil ich dachte, das könnte nützlich sein für unsere Besprechung.« Das wussten alle bereits. »Wie sieht es denn mit den nötigen weiteren Forschungsarbeiten aus, Chris? Sollten wir darüber nochmal reden?« »Keine Ahnung. Ich habe dir ja die U-Pad-Seite zusammengestellt. Da steht alles drauf.« Marvin hob Ajits U-Pad aus der Dockingstation und stellte seinen hinein. Der Bildschirm öffnete sich wieder und zeigte nun Marvins Oberfläche. Zwei Tastendrücke weiter erschien die Liste, welche er von Chris bekommen hatte. Die soll so an die SENS gehen, damit die den weiteren Finanzbedarf abschätzen können. Mit zwei sich kreuzenden Fingerstrichen über den Bildschirm und den entsprechenden Fingertipp in die erscheinende Dialogbox teilte Marvin den Touchtable in vier Abschnitte und drehte dann gekonnt das nun viermal gezeigte Dokument in jedem Fenster so, dass alle eines gut lesen konnten. Chris kannte den Text und beachtete sein Viertel nicht. Er schaute auf Dani, Karin und Ajit, die die wenigen Zeilen aufmerksam lasen. »Was ist mit dem Klonen?«, fragte Ajit. Als Nichtwissenschaftler musste er immer wieder Punkte nachfragen, um die Hintergründe für seine Medienarbeit zu verstehen. »Klonen ist das Einfügen von«, begann Chris eine Erklärung, aber Ajit unterbrach ihn. »Sorry, ich hab falsch gefragt. Ich weiß natürlich, was Klonen ist. Aber was hat das mit deiner Entdeckung und unserer weiteren Forschung zu tun?« »Ziemlich viel, glaube ich. Es ist wahrscheinlich sogar der Zweig, in dem unsere Entdeckung am meisten Geld bringen wird.« »Warum? Was hat das miteinander zu tun?« »Kennst du diese ganzen Versuche mit geklonten Tieren, die letzten Jahrzehnte immer wieder liefen?« »Naja, in den Nachrichten mal gelesen. Mehr nicht.« Karin übernahm das Erklären. »Dolly, ein Schaf war das erste. Ist schon viele Jahre her. Das arme Ding ist ziemlich früh gestorben. Und zuerst wusste niemand so recht, warum. Dann kam wissenschaftlich dahinter, dass es einen Alterungsprozess geben musste, der nicht wieder von vorne beginnt, wenn Mensch aus alten Zellen neue Wesen herstellte. Die alten Zellen brachten ihr Lebensalter schon mit.« »Aha. Dolly wurde also schon als altes Tier geboren?« »Ja, so ähnlich. Äußerlich war das nicht zu sehen, aber die Zellen und vor allem die DNA in ihnen war schon angeknabbert.« »Und wie alt war das Schaf bei Geburt?«
5, antwortete jetzt wieder Chris. Das war genau der Ansatz auch unserer Forschung. Denn es war ja klar, dass es Effekte geben musste, die dieses Altern verhindern. Wieso? Naja, die DNA-Stränge werden in der Zellteilung ständig halbiert. Dabei verkürzen sie sich, weil immer so eine Art Endklammer verloren geht. In den Keimzellen, also Ei- und Samenzellen, wäre das ja auch so. Das heißt, alle würden immer älter werden bei der Geburt. Also ich 25, weil meine Mutter so alt war. Oder so alt wie dein Vater. Den kenne ich nicht. Egal, so oder so wäre das ja absurd. Es war klar, dass für die Keimzellen etwas anderes gelten musste. Irgendwie muss es der Körper hinkriegen, die bei der Zellteilung zerstörten Endstücke wieder hinzuzufügen, das heißt die Enden der Chromosomen zu reparieren. Also das Alter der Genstränge quasi wieder auf Null zu setzen, damit das Leben wieder von vorn anfängt. Gut, das verstehe ich, machte sich Ajit weitere Notizen auf dem U-Pad. Und warum ist das Klonen jetzt der wichtigste Anwendungsbereich unserer Entdeckung? Das wissen wir noch nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, denn Klonen, zum Beispiel aus sich selbst nachzubauen, macht nur dann Sinn, wenn Mensch nicht mit dem gleichen Alter einsteigt, in dem Mensch sich gerade befindet. Denn dann gäbe es dich zwar zweimal, einmal zum Beispiel als Erwachsener und einmal, zumindest zu Beginn, als Säugling, aber der Säugling würde im gleichen Zellalter starten, in dem du schon bist. Das kannst du einige Male machen, aber alle werden ungefähr im gleichen Zeitraum sterben. Deine Kopie überlebt dich also im Prinzip nicht. Das könnte sich jetzt ändern. Ajit zog die Augenbrauen hoch. In der Tat, das ist interessant, murmelte er, während er wild auf dem U-Pad herumtippte. Wenn ich eitel bin und eine Kopie von mir selbst schaffen will, brauche ich unsere neue Technik, logisch. Und eitel sind vor allen Dingen die Reichen. Marvin übernahm das Gespräch. Ist die Liste für euch alle soweit okay? Sie ist für das morgige Gespräch mit SINS und ich will denen das möglichst schnell rüberschicken. Muss das überhaupt jetzt schon vollständig sein, wollte Karen wissen? Ich glaube nicht. Sehen wir morgen, aber was drin ist, ist gut. Marvin schaute in die Runde, aber niemand hatte noch zusätzliche Vorschläge. Er hob sein U-Pad aus der Station, die bunten Farben tauchten wieder als Tischoberfläche auf. Dann bleibt jetzt noch der Hauptpunkt, die Geldfrage, läutete Marvin das nächste Thema ein und schaute auf Karen. Stattdessen redete Chris. Muss ich noch da bleiben? Als hätte er seinen Ruf als Organisierungsfragenmuffel noch unterstreichen müssen. Ach Mann, das ist für dich doch auch wichtig, fuhr Karen ihn an. Chris erschrak. Dass solche Sprüche nun vor allem von Karen kamen, blieb für ihn gewöhnungsbedürftig. Marvin erkannte seinen Missmut und beschwichtigte schnell. Wenn du noch zu tun hast im Labor, mach das ruhig. Wenn wir Fragen haben, können wir dich ja erreichen. Erleichtert stand Chris auf, wünschte der Runde weiter gutes Gelingen und verließ den Erker der Kantine. Unser Vollblutwissenschaftler bekundete Dani dem gegangenen Respekt, nachdem sich die Tür wieder geschlossen hatte. Marvin war eher zum Sticheln zumute, hatte er doch gehofft, Chris mehr dafür gewinnen zu können, sich auch selbst um die Vermarktung seiner Ideen zu kümmern. Labor-Junkie könnte man das auch nennen. Aber Karen wollte auf Chris gerade nichts kommen lassen. Hör mit solch blöden Sprüchen auf. Ohne Chris hätten wir jetzt hier nichts zu bereden in Sachen neuer Geldmöglichkeiten. Hast recht, ärgerte sich Marvin selbst über seine unbedachte Bemerkung und trug dann den Sachstand in Bezug auf SINS-Anschlussförderung vor. Hat jemand Bedenken, die Liste von Chris schon mal abzuschicken? Die ist ziemlich lang und trotzdem fehlen sicherlich noch einige Punkte. Tja, das ist so eine Abwägung. Schon rausholen, was jetzt geht, aber nicht übertreiben. Ich finde die schon okay, schaltete sie sich Karen ein. Mir ist wichtiger, dass wir noch weitere Geldquellen auftun. Aus der Situation dürfte sich viel machen lassen. Dann stellte sie vor, welche möglichen Förderquellen sie entdeckt hatte, während Marvin das Textfenster des Touchtables aufrief, um einen kurzen Begleittext an den begehrten Geldgeber zu verfassen. Wenige Sekunden später war dieser mit der angehängten Bedarfsliste von Chris auf dem Datenkanal unterwegs. Karen schilderte derweil die Ergebnisse ihrer Fördergeldrecherche. Die dicksten Geldmittel gibt es allerdings nicht in der Sachförderung, sondern für die Gründung von innovativen Firmen. Wenn wir uns die richtige Stadt aussuchen, kommen noch kommunale Mittel hinzu. Aber wir sitzen doch in Berlin. Willst du, dass wir umziehen? Fragte Marvin skeptisch. Und auch Dani zeigte sich zurückhaltend. Wir können doch solche Anträge wahrscheinlich sowieso nicht stellen. Bisher hat SINS nur exklusiv gefördert. Oder willst du die fragen, ob sie das auch anders machen, Marvin? Lieber nicht, das irritiert nur. Es läuft doch alles, die vertrauen uns und wenn wir jetzt auch noch gute Ergebnisse vorweisen... Ja, auf keinen Fall! Never leave a winning game! Der letzte Satz schuf einige Sekunden Ruhe. Dann meldete sich Karen wieder. Das geht bestimmt auch anders. Hast du etwas Bestimmtes im Kopf? Na klar. Wir also, BioGeronto. Lassen uns exklusiv von SINS fördern. Und unsere anderen Firmen kassieren Start-up-Gelder. Und gerne auch noch andere Zuschüsse.
In der Runde entstand eine Debatte über Möglichkeiten, künftig unter verschiedenen Firmennamen zu agieren. Das ist gut, befand sogar Marvin. Zumindest solange es nicht herauskommt. Nach einiger Zeit zog Karen ein erstes Fazit. Also ich würde dann mal zusammenfassen. Es gibt viele und sehr verschiedene Geldquellen. Die können wir am besten abgreifen, zumindest manche dann noch mehrfach, wenn wir nicht nur unter unserem Namen auftreten. BioGeronto ist der Partner von SENS. Für andere brauchen wir andere Firmen. Das ist ja auch besser, weil dann Neugründungen dabei sind und die bekommen in die Start-up-Förderung. Wir könnten auch Aufträge aus SENS-Förderung dann an die Firmen geben, die wir selbst sind. Auch nicht schlecht. Da aber hatte nun Marvin wieder Bedenken. Mir gefällt das nicht. Ich mache schon die ganze Geschäftsführung hier. Ich will nicht zum reinen Verwaltungshengst werden. Aber Karen war wild entschlossen. Dann suchen wir jemand anders. Und wen? Fragte Ajit. Karen wusste keine Antwort, aber in Marvins Kopf formte sich eine Idee. Das war ein guter Hinweis. Ich glaube, ich weiß schon was. Die Debatte ging weiter. Vorschläge wurden erwogen, verworfen oder verfeinert. Einwürfe wie, wir sollten eine Firma in einem anderen Bundesland unterbringen. Die Förderung in Berlin-Brandenburg haben wir schon ziemlich ausgeschöpft. Und Bundes- und EU-Mittel müssen wir noch genauer prüfen, wechselten mit forschen Einwürfen von Karen und ihr meist von Marvin entgegengehaltenen Bedenken. Wir müssen höllisch aufpassen, dass die ganzen Sachen sauber getrennt bleiben, sonst gefährden wir alles. Aber die Strategierunde hegte wenig Zweifel, das zu schaffen, obwohl niemand in diesem Feld große Erfahrung aufwies. Als Marvins UPad die QMS mit der Terminbestätigung der SENS für den morgigen Tag zeigte, war die Besprechung gerade zu Ende. Der Touchtable schaltete auf den Eingangsbildschirm der Kantine, während sich die vier auf den Weg zurück in die Firmenräume machten. Anrufen, flüsterte Marvin und diktierte nach dem Quittierton den anzurufenden Namen. Wenige Sekunden später meldete das UPad ein Zustandekommen der Verbindung. Gericke? Hallo, Rolf, hier ist Marvin. Ah, hallo, das ist schön, dass du dich mal wieder meldest. Mensch, hört ja große Sachen aus Berlin. Glückwunsch an dich und euch. Danke, darum rufe ich auch an. Ah, interessant, was gibt's denn? Rolf, ich könnte dich gut gebrauchen und dir dabei vielleicht auch einen lukrativeren Job verschaffen. Ja, das höre ich natürlich gern. Hier läuft der Laden ziemlich mau, das geht nicht mehr lange. Weiß ich ja. Deshalb habe ich ja auch gleich an dich gedacht. Hast du mal Zeit für ein Gespräch? Jetzt? Nein, und auch nicht am UPad. Ach so. Wie wär's übermorgen? Ja, könnte passen. Wann? Nachmittags? Schlecht. Früher wäre besser, wegen unserem Strategietreffen. Ginge 10 Uhr bei dir? Ja, ich hätte dann aber nur 2 Stunden Zeit. Das reicht erstmal. Soll ich bei dir vorbeikommen? Ja, oder besser, lass uns im Café Oasis treffen. Auch gut. Die beiden verabschiedeten sich, die UPads beendeten die Verbindung. Marvin beschloss, alle weiteren Fragen zu vertagen. Die Gespräche morgen mit SENS und einen Tag später mit Rolf würden viele wichtige Fragen klären. Ohne die Ergebnisse zu kennen, macht es keinen Sinn, noch mehr anzuzetteln. Zudem übermannte ihn die Neugier, was sich in den Medien tat. Er schlenderte in die Wabe von Ajit, um sich den Sachstand zeigen zu lassen. Lass uns doch mal über morgen reden, schlug Marvin vor, was beide taten. Ein bisschen strategisches Vorgehen und überlegte Preisgabe von Informationen konnte nicht schaden. So gewappnet sollte der morgige Tag der Vorentscheidung über neue Geldmengen ruhig kommen. Der begann mit einem geruhsamen Frühstück. Marvin war froh, dass die SENS-Leute den Beginn erst auf 11 Uhr gelegt hatten. So konnte er auf einen Wecker verzichten und erstmals seit 3 Tagen mehr von dem schönen Ausblick aus seiner Wohnung genießen, als nur ein hektisches Aufstehen, um schnell zur Arbeit zu eilen. Kurz nach 9 orderte er ein Elektrotaxi und ließ sich zum Bahnhof fahren, wo Ajit schon auf ihn wartete. Mit leichter Verspätung erreichte der Zug Hamburg. Kurze Zeit später betraten sie den schicken Glasbau am Ende der Adam Smith University. Hier lag die Zentrale des Förderers. Hier würde es jetzt um Millionen gehen und gute Jobs für die nächsten Jahre. Die Dame am Empfang war auffallend figurbetont gekleidet. Marvin wunderte sich über diese eher gestrige Geste der Verankerung in Stereotype. Passt gar nicht zu einer zukunftsgewandten Institution, flüsterte er zu Ajit, als sie die große gläserne Drehtür passierten. Mangels Alternative steuerten sie dennoch genau auf diese Person zu und ließen sich wenige Augenblicke später in der Couchgruppe am Fenster nieder. Kurze Zeit später kam eine Mitarbeiterin der Geschäftsführung herunter und bat die beiden in den 2. Stock. Vor dem Fahrstuhl stand dann bereits die aus vielen Begegnungen bekannte Person. Guten Tag, Herr Schaluppe, reichte er zunächst Marvin die Hand. Guten Tag, Herr Korrell. Dann begrüßte er Ajit. Bitte, kommen Sie mit. Die Geschäftsführung ist schon informiert, dass Sie hier sind. Kurze Zeit später saßen alle in einem Besprechungsraum mit großzügiger Glasfassade und Blick auf den Universitätscampus.
Trotz der etwas kühlen Witterung hielten sich einige Studierende auf den Rasenflächen auf, während andere über die Wege zwischen den Gebäuden unterwegs waren. Oben im Besprechungsraum wurden Höflichkeiten ausgetauscht, die Versorgung mit Kaffee und anderen Getränken sichergestellt und der zeitliche Ablauf einschließlich eines gemeinsamen Mittagessens festgelegt. Marvin versuchte, die Notizen zum notwendigen Förderumfang vom U-Pad auf den Touchtable zu bringen. Doch die Tischoberfläche blieb weiß. Das klappt nicht, bemerkte der SENS-Funktionäri neben ihm die erfolglosen Bemühungen. Wir hatten schon zweimal Hackerangriffe auf unseren Besprechungsraum. Hier werden ja sensible Dinge besprochen. Wir haben daher entschieden, alle Datenleitungen nach draußen standardmäßig zu sperren. Macht es Ihnen Probleme, nur Ihr U-Pad direkt zu nutzen? Marvin schaute erstaunt, aber stimmte dann zu. Nein, das ist kein Problem. Muss ich halt ein bisschen genauer hinschauen. Die Runde startete. Es stellte sich schnell heraus, dass die Liste von Chris auf weitgehende Akzeptanz gestoßen war. Geld spielte offenbar nicht die Hauptrolle. Auch zusätzliche Mittel für die Ausweitung der Laborausstattung und zwei Doktorandi-Stellen, falls eine umfangreichere Zusammenarbeit mit der Technischen Universität nicht möglich war, waren schnell unter Dach und Fach. Uns wäre daran gelegen, im Zusammenhang mit Ihren Forschungen als Förderer auch angemessen benannt zu werden, formulierte der SENS-Geschäftsführer ihren wichtigsten Wunsch. Das sollte gelingen, sagte Marvin schnell zu. Hatte er doch gar kein eigenes Label zu verteidigen. BioGeronto war eine Kleinfirma und die anderen Betriebe, die sie schaffen wollten, sollten hier gar nicht angesprochen werden und auch später kaum öffentlich auftreten. Startups kamen und gingen. Die dienten der vor Jahren heranwachsenden Schicht an prekär arbeitenden Akademikis samt Dienstleistungsumfeld als Zwischenlösung. Meist verschwanden die Firmen nach einigen Jahren wieder. Was ist mit den Patenten? Fragte eine SNS-Vertreti und traf Marvin damit an einem wunderen Punkt. Denn während Firmen kamen und gingen, konnten Patente auf lange Zeit sichere Einnahmequellen schaffen. Nicht selten waren sie Machtmittel, um Konkurrentis oder Dienstleistis zu Kooperationen zu bewegen oder gar zu zwingen. Marvin hatte gefürchtet, dass die SENS-Leute hier beteiligt werden wollen. Wir haben dazu keine Entscheidung getroffen, versuchte er daher, das Thema zu vertagen. Wir müssen das mit der Universität und der Akademie ja auch noch klären. Das wissen wir ja, steht ja alles in den Verträgen. Ich bitte Sie, uns da zeitnah stets auf dem Laufenden zu halten. Selbstverständlich. Ich hoffe, wir haben das bislang ja auch immer zu Ihrer Zufriedenheit erledigt. Das wollte ich gar nicht anders behaupten, hörte Marvin und spürte doch eine Portion Misstrauen. Ich wollte das nur noch einmal sagen, weil es für uns natürlich wichtig ist. Wir wollen uns in Ihre wissenschaftlichen Arbeit gar nicht einmischen, aber wir sind unseren Sponsoren und der, Sie wissen das ja selbst, stets wachen Öffentlichkeit immer Rechenschaft schuldig, ob wir unsere Fördermittel auch effizient vergeben. Eine Kollegin vervollständigte die Gedanken. Effizienz ist heute wirtschaftlicher Zusatznutzen. Daran wird gemessen. Marvin hielt einige Gedanken in seinem U-Pad fest, während Ajit mit den SENS-Leuten über die Darstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse und der Förderung in der Öffentlichkeit diskutierte. Große Teile der Internetseiten mussten verändert werden. Da ist ohnehin eine grundlegende Neugestaltung nötig. Die Zugriffszahlen schnellen rasant nach oben, sagte Ajit zu, die Wünsche der SENS schnell zu integrieren. Im Pressetermin haben Sie ausgeführt, dass Ihre Technik für alle nützlich wäre, die sich mit dem Klonen beschäftigen. Sie wissen sicherlich, dass wir hierzu mehrere Institute und Start-ups fördern. Marvin nickte. Es wäre uns daran gelegen, dass Ihre bedeutende Entdeckung auch dort Forschung und Entwicklung voranbringen könnte. Das war ein heikles Anliegen, denn Geld verdienen war unter den herrschenden Verhältnissen immer nur dann gut möglich, wenn etwas knapp gehalten würde. Zudem musste erst einmal die Sache mit den Patenten durchgezogen werden. Vorher war jede Weitergabe des Wissens gefährlich. Wir können auf jeden Fall sofort zusagen, Experimente mit dem nun entwickelten Verfahren auch für andere durchzuführen, versuchte Marvin von der eigentlichen Frage abzulenken. Über dauerhafte Lösungen sollten wir sprechen, wenn sowohl die methodische Entwicklung als auch die rechtlichen Fragen geklärt sind. Wir würden gern eine Gesprächsnotiz dazu verfassen und von Ihnen bestätigen lassen, dass in dieser Frage ein allseitiges Einvernehmen angestrebt wird. Dieses sollte Teil der zukünftigen Fördervereinbarung sein. Obwohl er lieber allein die Zügel in der Hand behalten wollte, signalisierte Marvin Zustimmung. Er würde Mittel und Wege finden, die wichtigsten Ressourcen so unterzubringen, dass er den Zugriff darauf behielt. Zudem bot das angesprochene Thema auch Chancen. Um hier auch für andere Dienstleistungen erbringen zu können, wäre die Erweiterung der bisherigen Ausstattung nötig. Das hatte schon auf Chris' Wunschliste gestanden. Mindestens 3 Labore mit all den Geräten, die für die erfolgreiche Technikanwendung nötig waren, wären erforderlich, plus Personal. Die Hoffnung darauf war das wichtigste Ziel des Gespräches mit der SENS. Spätestens jetzt zeichnete sich ein Erfolg ab. Zufrieden manövrierten sich Marvin und Ajit durch die weiteren Debattenpunkte, bis die Liste abgearbeitet war. Was ich noch fragen wollte, wandte sich der SENS-Geschäftsführer wieder an Marvin.
Wir werden ja bestimmt viele Anfragen erhalten wegen der Entdeckung. Ajit antwortete anstelle seines Chefs. Ja, sehr viele. Vor allem Bitten um wissenschaftliche Texte und Interviews. Das hätte mich auch überrascht, wenn es anders wäre. Wie sieht es mit Firmen und anderen Geldgebern aus? Kommen da auch welche auf Sie zu? Sie wissen ja, dass wir nur exklusiv fördern. Ja, sicher wissen wir das, ahnte Marvin sofort die Brisanz der Frage. Ihre Förderungen sind für uns immer das Rückgrat unserer Arbeit gewesen. Daher gehen wir gerne auf diesen besonderen Wunsch von Ihnen ein. Ich kann Ihnen zudem versichern, dass sich mögliche andere Geldgeber bei uns nicht gemeldet haben. Es ist ja bekannt, dass wir von Ihnen gefördert werden und deshalb niemand anders eine Chance hat. Wir planen auch gar nicht diesbezüglich irgendwelche Anfragen zu verfolgen, sondern hoffen, die gute Zusammenarbeit mit Ihnen fortsetzen zu können. Das ist jedenfalls unsere Priorität. Gut. Sie kennen ja unsere Förderrichtlinien. Da ist das ohnehin vermerkt und wird von Ihnen im Fördervertrag auch nochmals bestätigt werden müssen. Haben wir es denn jetzt soweit? Fiel ihm ein SENS-Mitarbeiter ins Wort, um weitere Wiederholungen und Benennungen von Selbstverständlichkeiten zu verhindern. Die Runde nickte zustimmend und endete schließlich mit einigen Höflichkeiten und Wünschen nach guter Weiterarbeit. Briefkastenfirmen gründen. Marvin sah Rolf schon von weitem. Er hatte sich, wie üblich, um einige Minuten verspätet. Die beiden waren seit Jahren dicke Freunde, aber nur im Privaten. Rolf hatte ihn beim Ausbau seiner gut gelegenen und dennoch einigermaßen preisgünstigen Loft-Rohbauwohnung unterstützt. Oder genauer, die richtigen Handwerkis gekannt, die das Nötige taten, ohne ordentliche Rechnung zu verlangen. Seitdem hatten sie sich oft im Leben gegenseitig geholfen und waren in Kontakt geblieben. Um in Ruhe sprechen zu können, hatte Marvin einen abgelegenen Sitzplatz mit Blick nach draußen gewählt. Die Wartezeit, bis Rolf auftauchte, verbrachte er mit dem U-Pad. Weiterhin erschienen vereinzelt Artikel über die neuen Erfindungen. Ein Glückwunschschreiben der Forschungsministerin war gekommen, zudem redigierte er zwei Interviews, die Chris und Karin gestern im Laufe des Tages geführt hatten. »Guten Tag, alter Kumpel, wie geht es dir?« Die beiden umarmten sich. »Setz dich und fühl dich eingeladen.« Eigentlich wartete Marvin auf keine Antwort. Es wäre ihm sogar lieber gewesen, wenn Rolf nicht schon wieder über seine stets prekäre Lage und seine vergeblichen Bemühungen, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen, jammern würde. Allerdings war es mit der Eingangsfrage schon zu spät und so musste sich Marvin zunächst einige Zeit das Neueste aus dem Tal des Versuchens und Scheiterns anhören. Offenbar hatte Rolf zusätzlich noch persönliche Probleme, weshalb er noch elender wirkte als sonst. »Gut«, unterbrach Marvin schließlich den Redefluss. »Ich hätte vielleicht etwas für dich, das würde dir nützen. Und uns.« Rolf hörte gespannt von den neuen Entdeckungen und Perspektiven für neue Geldquellen. Er war Nachrichtenmuffel und hatte wenig Details mitbekommen. »So sieht's aus«, kam Marvin schließlich ans Ende seines Berichts. Rolf schaute erwartungsvoll, was er nun mit der ganzen Sache zu tun haben sollte. »Und jetzt, darum bin ich hier, könnten wir jemanden wie dich gebrauchen. Da bin ich aber mal gespannt, was du vorhast. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung von dem Thema.« Die Bedienung kam. Hier im Café Oasis war alles auf Oldschool gestaltet. Kein Touchtable, Bestellung direkt von Mensch zu Mensch. Hatte ein schönes Flair. Selbst die Möbel verbreiteten den Style vergangener Jahrzehnte. Allerdings kostete das Ganze einen ordentlichen Zuschlag. Marvin war sich aber sicher, dass sich dieses Treffen rechnen würde. Rolf trug weiter seine üblichen Zweifel vor. »Also da weiß ich gar nicht, wie ich da reinpassen würde.« »Du sollst auch nichts Wissenschaftliches machen. Höchstens zum Schein. Wenn alles gut läuft, werden wir viel Geld machen können. Patente, Aufträge, da ist viel drin. Millionen, wenn's gut geht.« Rolf schaute noch immer ungläubig. »Wir brauchen dich für eine Neugründung.« »Aha, warum etwas Neues? Es läuft doch gut bei euch.« »Ja, aber was wir mit BioGeronto abwickeln, ist immer mit der Akademie verbunden. Und mit unserer Hauptgeldgebi. Wir sind jetzt aber so erfolgreich, dass bestimmt mehr geht. Da will ich nicht teilen. Also müssen wir etwas finden, wo wir einige lukrative Teile auslagern können. Irgendwohin, wo die nicht rankommen.« »An was denkst du?« »Naja, zum Beispiel an kleine Firmen, die wir gründen und denen dann Aufträge zuschustern, wenn wir mal keine ausreichenden Kapazitäten haben. Das lässt sich ja schwer überprüfen, können wir also immer behaupten.« »Aber wie soll ich die denn ausführen? Ich habe weder Know-how noch Geräte.« »Brauchst du auch gar nicht. Es geht nur darum, wie es auf dem Papier aussieht. Tatsächlich bleibt alles bei uns, ist doch klar. Ich würde dich doch gar nicht an unsere teuren Geräte ranlassen, wo du schon bei einfachen Haushaltsgeräten so deine Grenzen findest.« Marvin lachte über den eigenen Witz. Rolf schien weniger begeistert, ließ es sich aber nicht anmerken. Schließlich ging es um Geld und alles wirkte so, als wenn er ein Stück des Kuchens abbekommen sollte.
Und das Ganze muss auch völlig korrekt sein hinsichtlich der Förder- und sonstigen Verträge. Rolf verstand jetzt, worum es ging und warum gerade er gefragt war. Also gut, mit Firmengründung kenne ich mich ja ein bisschen aus. Buchhaltung geht auch. So eine Hülle für etwas, was dann tatsächlich doch ihr durchführt, sollte schon gehen. Genau. Du stellst nur die Rechnung aus. Die beiden entwickelten Ideen für eine kleine Firma. Und Rolf fühlte sich zusehends wohl in der Rolle eines Machers, der Gelder abschöpfte, weiterleitete und für alles einen glaubwürdigen Rahmen aufbaute. Zum Ende hin war er derjenige, der die konkreteren Vorschläge einbrachte und die Sache in die Hand nahm. Er würde die neue Firma in einem anderen Bundesland anmelden, dort, wo die humanmedizinischen Förderprogramme passten und Start-ups ordentlich bezuschusst würden. Ich kann das ja mal durchgucken, auch die kommunalen Förderungen. Doppelt ist ja immer besser. Einen schönen Namen brauchen wir noch für das Baby. Was hätten Sie denn gerne? Mädchen, Junge oder neutral? Witzelte Rolf zurück. Das ist egal, es muss gut sein. Einprägsam, knackig. Ich denke, da sollten wir noch ein bisschen Bedenkzeit verstreichen lassen. Finde ich auch. Ich werde mal in der Firma eine Art Namenswettbewerb ausrufen. Vielleicht hat ja jemand einen Geistesblitz. Gut, lehnte sich Rolf zurück. War es das, was du wolltest? Ja, ich denke schon. Es wird sich sicherlich noch weiteres ergeben im Laufe der Zeit. Klar, Rolf ließ eine Pause, dachte nach. Ich hätte da noch eine Idee. Das habe ich mal bei einer anderen Sache mitgekriegt und es war wirkungsvoll. Aha, wäre es nicht schlau, eine Art Fürsprecher für unseren Kram zu gewinnen? Wie meinst du das? Leute aus Parteien? Nein, eher irgendwas, was unabhängig aussieht. So eine Art Ehrengremium, das für unsere Ideen eintritt. Das ist doch platt, wenn wir für uns selbst werben. Das darf natürlich nicht auffallen. Ihr sucht ein paar bekannte Persönlichkeiten und die melden sich dann per Medien zu Wort. Aber das merkt Mensch doch schnell. Nicht, wenn es geschickt gemacht ist. Die dürfen natürlich nie direkt Werbung für BioGeronto oder unsere neue Firma machen. Die kämpfen einfach für die Sache, geben sich einen wissenschaftlichen Anspruch. Da brauchst du vor allem Leute mit ordentlich Titeln. Aber die kennt ihr doch. An der Uni und an der Akademie werden sich doch welche finden. Weiß nicht. Aber danke für die Anregung. Ich denk mal drüber nach. Ja, kannst ja auch noch andere Meinungen dazu einholen. Ich finde das schlau. Marvin winkte der Bedienung zu. Ich würde gern zahlen. Auch das war oldschool. Wegen solcher Nostalgiefans war immer noch Geld im Umlauf. Fast überall übernahm das U-Pad das Zahlen. Aber hier war Tradition angesagt. Es gab sogar eine echte Quittung auf Papier, auch wenn das Finanzamt so etwas gar nicht mehr annahm. Kurze Zeit später verabschiedeten sich die beiden und Marvin ließ sich im Elektrotaxi zur Firma bringen. Dort würde gleich das nächste Treffen, diesmal der Strategierunde, folgen. Gestern war erstmals seit dem Gelingen des Experiments ein Tag ohne die Viererbande vergangen. Es würde also entsprechend einiges an Neuigkeiten zu erfahren und vieles zu besprechen sein. Marvin blieb nur einige Minuten, um noch schnell seine Firmenaccount zu checken. Per U-Pad ließ er sich mit Chris verbinden, der im Labor stand und nicht extra die Sicherheitsschleusen passieren wollte, um die aktuellen Neuigkeiten auszutauschen. Punkt 15 Uhr stand er in der Tür des Besprechungsraumes. 2 Minuten später war die Runde vollzählig. Zunächst erstatteten alle Bericht. Marvin von den Gesprächen mit der SENS und mit Rolf. Ajit von der weiteren Presseberichterstattung und mehreren Anfragen für Interviews und 2 Diskussionssendungen. Zum Schluss schilderte Karen ihre ersten Vorkontakte mit möglichen weiteren Geldgebis. Als was hast du denn da angerufen? Wollte Marvin wissen, immer in der Angst um seine Förderquelle SENS. Er erntete ein »Wieso?« Naja, BioGeronto kann ja offiziell nur von SENS gefördert werden. Wir können also zumindest offiziell keine weiteren Zuschüsse empfangen. Aber Karin hatte das schon bedacht. Habe ich natürlich im Kopf und bin immer unter der Flagge der Akademie gesegelt. Was ja nicht falsch ist. Die haben aber noch gar nicht nach deren Antragstelle gefragt. Na, hoffentlich merken die das nicht irgendwann, dass gleiche Leute unter verschiedenen Namen agieren. Dani mischte sich ein. Ich bin hier zwar neu, aber andernorts ist das doch gar nicht so ungewöhnlich. Fast jede Chefärztin hat sie eine Privatklinik. Viele Polizistis eine eigene Detektei und manch Wissenschaftler betreibt, oft sogar in der bezahlten Arbeitszeit, noch ein kleines eigenes wissenschaftliches Institut, Planungs- oder Beratungsbüro. Die schieben alle Gelder hin und her, sichern sich die lukrativeren Sachen für ihre eigenen Firmen, auch wenn die öffentlichen Anstalten dadurch ausbluten. Weil das aber so normal ist, stört sich auch niemand wirklich daran. Eine Hand wäscht die andere, warf Ajit ein. Die werden auch was davon haben, die Augen zuzudrücken. Genau. Und weil es überall so ist, können wir nicht einfach sagen, wir machen da nicht mit. Dann werden wir abgehängt und niemand hat was davon. Das war wieder Karens Sicht der Dinge.
Es folgte ein längeres Gespräch über das weitere Vorgehen, mögliche Geldquellen und die Frage des Verhältnisses von BioGeronto zu der geplanten Firma mit Rolf als Geschäftsführer. »Wie kann ich sicher sein, dass der nicht irgendwann mit Fördergeldern und Patenten durchbrennt?«, fragte Karin. »Also hör mal«, echauffierte sich Marvin, »das ist ein jahrelanger Freund.« »Das sagt gar nichts. Beim Geld hört, weißt du ja.« »Quatsch! Wir haben schon ziemlich viele Projekte gestemmt und haben immer gut kooperiert.« »Na gut, dann eben, wenn du und Rolf sich einfach mit all dem aus dem Staub machen und wir auf dem Trockenen sitzen?« Marvin blinzelte nachdenklich. Das war eine ziemlich offene Ansage, dass Vertrauen nicht einfach selbstverständlich sein würde. Dani mischte sich wieder ein. »Nicht jetzt schon zerstreiten, wo das Geld noch gar nicht da ist!« Und Ajit ergänzte, »Wir müssen einfach wasserdichte Verträge abschließen. Auch zwischen uns. Es könnte um sehr viel Geld gehen. Und da wird es gut sein, wenn wir klare Vereinbarungen schon zu einem Zeitpunkt treffen, wo wir gemeinsam an einem Strang ziehen.« »Na, ich will doch hoffen, dass das auch so bleibt,« warf Marvin ein. »Ich denke, das wollen wir alle. Es wäre aber dumm, darauf einfach blind zu vertrauen.« »Okay. Wer kümmert sich darum, da mal solche Verträge zu entwerfen? Oder wenigstens mal Beispiele zu besorgen, damit wir wissen, über was wir reden?« Die Runde einigte sich und vertagte damit das unvermittelt brisant wirkende Thema. »Rolf hat noch einen anderen Vorschlag gemacht,« rief Marvin einen weiteren Punkt auf und berichtete von der Idee, einen Lobbyverein zu gründen. Er erntete zwar einige Nachfragen, aber ansonsten eher Schweigen. Offenbar wusste niemand, mit der Idee schnell etwas anzufangen. »Ich weiß ja nicht, ob das wirklich das Richtige ist. Wir könnten uns auch schnell verzetteln.« »Nein,« beendete Karin das Nachdenken entschlossen. »Die Idee ist gut. Sehr gut sogar. Wir schaffen damit einen Akteur, der von außen unsere Anliegen unterstützen kann. Sie darf aber nicht wie ein Lobbyverband wirken, sondern eher wie eine fachliche Institution oder ein Dachverband mit fachlicher Expertise. Wenn wir das geschickt einfädeln, könnte dir beratend tätig sein in Politik und bei Förderern. Vielleicht sogar mit Sitz und Stimme in manchen Gremien. Dann muss es aber auch einen danach klingenden Namen haben. Den müssen wir finden,« warf Karin ein, konnte aber zunächst keinen Vorschlag machen. Die Kunst wäre, ein paar namhafte Persönlichkeiten zu finden, aber die Zügel selbst in der Hand zu halten. »BioGeronto ist dafür doch viel zu klein. Wir müssen das in der Akademie oder bei der Uni einhängen.« »Ja, Uni ist richtig wichtig. Dann kommen wir auch besser überall rein.« Die vier beschlossen, vorsichtige Einzelgespräche zu führen, um dann einen entsprechenden Personenkreis zusammenzubringen, bevor es in die Entscheidungsgremien eingebracht würde. »Das dürfte eine Zeit dauern,« bremste Marvin Karins Euphorie, unterstützte aber das Anliegen jetzt ebenfalls. »Prominente Expertise einzusammeln, dürfte euch wissenschaftlich eher gelingen. Ihr habt mehr persönliche Kontakte, zum Beispiel zu Kollegis an Uni und Akademie.« Karin nickte. »Ich werde da mal mit den anderen drüber reden. Dann kannst du deine Kontakte mit den Leitungsgremien spielen lassen. Formal müssen die das ja mittragen. Ich warte dann auf Rückmeldung von dir, denn wenn ein paar namhafte Wissenschaftler dabei sind, wird mir das besser gelingen.« Karin bestätigte das Vorgehen und tippte einige Notizen ins U-Pad. Ajit ließ sich neue Pressetexte anzeigen, aber die Liste verlängerte sich jetzt nur noch langsam. »Ich habe eine Namensidee,« durchbrach Karin die entstandene Stille. »Fördergemeinschaft Innovative Pharmaforschung.« »Das sind zu viele Konsonanten. Es muss eine griffige Abkürzung möglich sein.« Karin starrte auf den Bildschirm, auf dem sie Worthülsen verschoben hatte, bis der Namensvorschlag herauskam. »Ich finde, das geht. Vergib.« »Stimmt. Klingt nicht so schlecht.« »Hihi, ein bisschen nach Vergib mir. Hoffentlich werden wir das am Ende nicht auch so gebrauchen müssen.« Ajit und Dani lachten, aber Karin wirkte eher gequält. Solche Bemerkungen streuten unnötige Zweifel. »Das könnte das Projekt nicht gebrauchen. Soll ich mit Rolf darüber nochmal reden, wie das formal am besten geht?« »Weiß nicht, ob der da der Richtige ist.« »Warum nicht?« »Naja, er kennt sich mit Formalien schon aus, aber hier geht es darum ja weniger. Wir brauchen einen organisierten Rahmen, der uns die Zügel in den Händen lässt.« Karin nahm sich vor, sehr genau darauf zu achten, dass am Ende nicht die Wissenschaftler wie sie und Chris abgehängt würden von den Strippenziehs im eigenen Lager. Chris würde ihr dabei kaum helfen, der interessierte sich für die organisatorischen Dinge nicht. Sie ließ sich ihre Ängste nicht anmerken und versuchte sich selbst damit zu beruhigen, dass sie bislang keine schlechten Erfahrungen dieser Art bei BioGeronto gemacht hatte. Solange sie in der Strategierunde saß, würde sie aus erster Hand verfolgen können, wie die Sache weiterging. Das sollte reichen. Sie verließ mit den anderen den Raum und schaute im Labortrakt vorbei, um Chris zu signalisieren, dass die Besprechung zu Ende war. Sie hatten verabredet, dass sie ihn immer informierte, wie die Debatten weitergingen. Ihr Touchscreen am Arbeitstisch zeigte an, dass Chris neue Daten geschickt hatte, die wieder in die Vergleichstabellen eingearbeitet werden mussten. Die Auswertung würde der Computer übernehmen.
Karin dragte die Zahlen in die passenden Felder, ließ das Rechenprogramm laufen und rief zwei Rückmeldungen wegen Förderquellen auf den Bildschirm, um sich darum kümmern zu können.